Dach oder Dach aus dem Anrad Grand Hotel Franz Hals in Haarlem in Holland, in den Niederlanden. Ich bin hier gerade angekommen, es ist schon spät, und bin auf einer kleinen Food-Tour in Niederlande unterwegs. Morgen geht es auf die schöne Insel Texel. Und jetzt waren wir gerade bis eben noch in Amsterdam. Dort sind aber alle Hotels ausgebucht, weil gerade die Kökenhof-Eröffnung ist. Und da haben wir ein Hotel in Haarlem bekommen. Nun ja, das ist jetzt hier ein nettes, kleines, feines Hotelzimmer. Ich sag mal so, nett, alles da, aber jetzt nichts Besonderes. Hier habt ihr schon mal einen Einblick in das Zimmer. Ein bisschen sehr old-fashioned, alles eben so ein bisschen auf Franz Hals gemacht. Wir werden uns morgen Haarlem anschauen, aber ich nehme mal an, Franz Hals hat hier gelebt. Ich weiß es jetzt nicht. Das war jetzt nicht das Thema unserer Reise. Ihr seht ein großes Bett. Es gibt zwei Lampen, bei denen ich nicht weiß, wie sie angehen, weil ich dazu noch keinen Schalter gefunden habe. Ist jetzt auch egal. Ich will jetzt auch gleich schlafen. Diese Lampe hat dort auch einen Schalter zwar, aber sie geht weder nicht an, weder so noch so rum. Egal. Es gibt einen Schreibtisch. Es gibt einen kleinen Wasserkocher. Es gibt einen Flatscreen-Fernseher mit einem DVD-Laufwerk. Wir haben einen großen Schrank mit einem Safe drin. Und Wäscheservice gibt es offensichtlich auch. Hier ist ein großer Spiegel noch an der Seite. Und im Badezimmer finden wir eine schöne Badewanne mit Dusche, einem großen Spiegel, sehr schön Waschbecken und Plastikzahnbechern, einen kleinen Föhn, Schminkspiegel und die Toilette. Ja, alles da, was man braucht. Der Blick raus. Hier unten haben wir noch eine kleine Minibar mit diversem Gedöns, was man jetzt bei dieser schlechten Beleuchtung nicht so gut sieht, aber Wasser und Bier und Säfte. Und draußen aus dem Fenster raus kann man auf ein großes Geschäftshaus sehen, Bürogebäude und ja, eine Art Fußgängerzone oder so kleine Straße und ja, viel kann ich dazu jetzt auch nicht sagen, aber das ist eben der Blick in Zimmer 207 dieses Amrad Hotels Franz Hals. Ich bin gespannt, was sich da wird.